Auf jeden Fall schon mal viel, viel, viel Plastik. Also. Schwierige Fälle. Ich sehe hier schon mal den Dreizack von Merman, ein Zauberschwert. Zahlreiche Dungeon-Teile. Also was für unsere D&D-Runde natürlich toll ist, das kann man natürlich großartig als Geländeteil benutzen. Ja. Ihr Spielleiter, nimm mal. Ja. Hexfelder braucht man immer, eine kleine Leiter. Oh, hier gibt es sogar Handschellen an der Wand. Die Fantasie sind also keine Grenzen. Das ist auch stabil. Wollen wir sagen, das ist richtig, wirklich. Ne? Das ist jetzt nicht einfach mal schnell aus dem 3D-Drucker herausgeholt, sondern, oder wenn, dann haben sie einen guten 3D-Drucker. Ja, zeig mal, was ist da drunter? Jede Menge Chips. So. Oh, das ist, hinten dran ist die Hexfeld-Mappe. So, hier. Dann habe ich ein Terraforming Mars Inlays. Würfel. Die 6, ne? Braucht man immer. Ja, W20 wäre natürlich besser. Dann haben wir hier verschiedene Karten. Rüstung. Items, ne? Charakterkarten. Ich habe die Kraft. Also. So, da haben wir unseren guten. Der Gute. Ja. Ach so, mit einem sympathischen Gesicht, wie ich finde. Also. Schauen wir mal. Ja, über Stilfragen lässt sich ja mal streiten. Ja, Skeletor sieht ungefähr ähnlich aus. So, und noch viel mehr Schicksalskarten. So, jetzt ist da noch was. Ah, die Spielanleitung. Würde ich mal vorschlagen, mach das doch mal auf dem Boden der Tatsachen. Dann können wir uns mal hier uns die Anleitung anschauen. Ah. Und eine Anleitung, wie man die Miniaturen zusammenbaut. So, was ist denn hier im Buch des Schlachtfeldes alles zu sehen? Scheint eine Kurzanleitung zu sein. Das Szenario-Package, die verschiedenen. Oh, Wüste der Zeit, sehr schön. Da hat jemand die deutschen Hörspiele gehört. Wüstentor. Und wir haben noch ein bisschen Platz für Notizen. Wir haben hier die Spielanleitung. Version 1.0. Ah, wir haben Messleisten in Zoll, wie sich das für Tabletop-Spiele ja gehört. Eine 12 und eine 16 Zoll Leiste. Und wir haben anscheinend auch Regeln für Bewegung im dreidimensionalen Raum. Also hier gibt es Regeln dafür, wenn ein Charakter eine Leiter hochsteigt. Das ist ja natürlich auch spannend, weil ich meine, bei Warhammer 40k ist es so, dass die Höhenregeln Zusatzregeln sind, aber das kann auch eine alte Edition sein. Aha, und man kann auch mehr Bewegungspunkte ausgeben, um ein großes Hindernis zu überspringen. Das heißt, so eine Deckung ist nicht automatisch ein sicherer Ort. Und natürlich, hochwürfeln ist gut. Ja, dann hast du natürlich auch hier einige... Ah, Symbolübersicht. Das finde ich immer super wichtig bei Spielen, dass man eine Übersicht hat, was die verschiedenen Bilder bedeuten. Ach ja. So, dann hast du jetzt nachher einiges zu tun beim Anmalen. Kleber? Wir können direkt loslegen. Ja, das können wir. Also so die elementaren Sachen, so Wash, Drybrush und so, das beherrscht sogar ich. Also zumindest bei den Mauerstücken kann ich da noch helfen.
bin ja eher so grob. Bis wir da sind. Ja, ich bin ja eher so grobmotorisch unterwegs, aber so ein Mauerstück, das jetzt das hier irgendwie. Ja, das ist, ich finde es auch schön. Man sieht hier zum Beispiel, dass hier noch He-Mans Battle-Axt auf dem Stein liegt. Neben das einem. Schön detailliert gemacht, ja. Muss man echt sagen. Ja. Und die haben auch vor allem eine Rückseite, die Mauern. Also hier sieht man zum Beispiel, hängt ein bisschen Vorhang und auf der Vorderseite sieht man dieses schöne Emblem. Also, man bekommt hier für seine 95 Euro einiges an Plastik. Achso, und das sind die Charaktere, ne? Ja, hier sieht man den kleinen Orko aus dem Zauberland. Okay. Fokus. So. Jetzt sieht man ihn. Ja. Ah, Orko gibt es in... Muss man auch noch zusammenstellen. Ja, ja, da bist du richtig am Puzzeln. Ja. Also, es ist jetzt für alle Fans von Orko hier klargestellt, Orko ist innen hohl.